Hi Leute und willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich bin wieder Wackyline und ihr seht schon, wir sind immer noch im Felsenturm. Im letzten Part haben wir die Lichtpfeile bekommen und den Kollegen hier müssen wir jetzt einfach mal die Maske entreißen. Und ihm dann mit den Pfeilen so richtig eine überpfeffern. Bam. Und BAM in your face. Und hier in diesem Raum gäbe es auch eine Fee zu finden, aber dazu kommen wir in folgenden Bonusparts. Da werde ich mir auch genug Zeit nehmen, um die Feen zu sammeln. Und hier kommen unsere Lichtpfeile zum Einsatz. Denn wir müssen an diesem Roboter vorbei. Ach so, ich muss den Kollegen besiegen. Ich kann ihn scheinbar nicht betäuben. Dann normale Pfeile. Ja. Also Lichtpfeil, Normalpfeil. Gut. Das machen wir jetzt so lange, bis er besiegt ist. Anders kommen wir nicht vorbei. An den netten Kollegen. Ich frage mich, wann der Kollege mal besiegt ist. Freund, du steckst ganz schön viel weg. Finde ich. Ah, es besiegt endlich. Das wird bestimmt eine Fee sein, weil die jetzt hier da ist. Ja, zeige ich dir euch nochmal. Merken wir uns für später. Wenn die Zeit gekommen ist, indem wir auf Feensuche gehen. So, aber erstmal gucken, kann ich hier eventuell noch was machen? Mit meinen Lichtpfeilen? Oh, du komische Maus, irritierst mich gerade ein bisschen. Mit deinem Rumgelatsche. Ja, da drüben. Okay, bringt uns jetzt so auch nichts, aber das bringt uns was, wenn der Tempel auf dem Kopf steht, was wir gleich machen werden. Kurzen Moment, Leute. So, ich habe bloß ein bisschen Plattform bewegt, dass ich jetzt in aller Ruhe mit meinen Lichtpfeilen auf das Auge schießen kann. Ihr seht richtig, alles steht auf dem Kopf. Das gleiche Spiel gibt es bei Illusion of Time, wer gerade mein Let's Play
Das gleiche Spiel gibt es bei Illusion of Time im, glaube ich, zweiten Dungeon im Fliegenden Garten. Und die Musik hat sich ein bisschen verändert. So, natürlich steht jetzt auch der Felsenturm auf dem Kopf. So, eine weitere Fee gefunden, das ist schön. Drüben ist noch was. Ach, bloß Rubine. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Auch hier wieder kein Problem, dank der Lichtpfeile. Und hier scheinen, glaube ich, jetzt warme Luftströmungen nach oben zu kommen. Deswegen können wir jetzt, glaube ich, hier dank dieser Luftströme zu höheren Orten reisen. Und war natürlich nett, dass er gleich wieder in der Mine rum war. So, ja, ganz hoch wollen wir nicht. Ja, ja, Kollege, ich kümmere mich gleich um dich. Ich will erst mal hier gucken, was ich hier machen kann. Das sieht sehr nach Schlüssel aus. Jetzt baue ich meinen Fanghaken wieder. Ich habe keine Angst vor deiner Maske. Tschüss, Kollege! Das ist bestimmt ein Schlüssel, oder? Bingo! Es ist ein Schlüssel. So, Pfeile, Dankeschön. Die kann ich immer gut gebrauchen. Und mit dem Schlüssel kann ich jetzt natürlich jetzt nach oben da. Zu dem Weg. Ah, hier ist noch was. Oh, das will ich jetzt rausfinden, was da oben ist. Das interessiert mich jetzt. Ist da bestimmt eine Fee oder sowas? Sieht schon mal sehr nach Fee aus, was sich da oben in der Truhe verbirgt. Weil ich glaube, Schlüsseltruhen haben eine andere Farbe. Ja, 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 noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Gut. Es ist eine Fee. Und ich habe davor noch ein Auge entdeckt. Wo ich schon meinen Lichtpfeil, glaube ich, reinschießen kann. Ja, da drüben. Auch das werde ich mal jetzt gleich aktivieren. So, what happens now? Ach du liebes bisschen, nee, dafür muss man schon wieder einen Tempel umdrehen.
habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ach so, kann ich von hier aus? Oh, ja. Okay. Bin ich jetzt überhaupt? Ach so. Ich würde fast sagen, es wäre sowieso fast, glaube ich, nur eine Truhe gewesen. Quatsch, eine Truhe, ne? Fee! Ist da noch so ein Ding? Ach ja, dieser Tempel dreht sich und dreht sich immer weiter. Aber ich glaube, ich bin am richtigen Weg. Ein paar Feenverstecke haben wir auch schon gefunden für später. Was uns jetzt aber noch nicht wirklich interessiert. Ach, Moment, ja. Hier muss irgendwo noch ein Schalter sein. So, manchmal hilft eben doch bloß ein Neustart. So wie jetzt. So, ja, hier dürfen wir schön viel drehen in dem Raum. Dank der unendlichen Magie unserer Chateau-Milch haben wir wenig Probleme mit der Magieanzeige. Genau genommen überhaupt keine. So, wir müssen den Block jetzt nämlich richtig hier. Ja. Danke. Richtig positionieren. Ich glaube, dafür müssen wir den Raum mehrmals drehen. Ist ein bisschen so ein Geduldsspiel hier. Noch ein kleines Stückchen näher und der Felsen hätte uns zerquetscht. Du bist so ziemlich hässlich, du komischer Schleim. Aber irgendwie muss ich sagen, freue ich mich auf die Bosse dieses Tempels. Ja, Bosse. Warum ich Bosse sage? Ihr werdet es noch früh genug sehen. Ich werde das jedenfalls heute nicht schließen, ehe dieses Tempel abgeschlossen ist, weil ich habe mir vorgenommen, es heute an einem Zug durchzuschaffen. Also so langsam könnte einem doch schwindelig werden davon, von diesem ganzen Gedrehe. Es wundert mich stark, dass Link nicht schwindelig wird. Dass Link nicht schwindelig wird von dem ganzen Umgedrehen. Ja.
Aber ich muss sagen, nicht mal die Bosse von Ocarina of Time waren so. Quatsch, nicht mal die Tempel von Ocarina of Time waren so nervig wie. Wie du, Kollege! So, jetzt ist die Tür offen. Auf zum nächsten Zimmerchen, wir sind noch lang nicht fertig hier. Weil uns fehlt ja noch der große Schlüssel, ne? Oh, es ist schon Nacht des zweiten Tages da. Aber ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Ah, jetzt kommt der Kollege wieder. Unser lustiger kleiner Schaman, aber diesmal ist es irgendwie kein Zwischenboss-Fight. Ja, die Sache wird hier ein bisschen erschwert, weil noch hier... so komische Feuerklötze durch die Gegend fliegen. Wo bist du? Ah, da drüben. Bam! Alles klar, hier in der Ecke bin ich relativ geschützt, glaube ich. Na, jetzt macht er das auch noch. Ah, jetzt hat er mich mal erwischt. Übrigens, diese Attacke, die er macht, ähnelt doch sehr stark denen der Killer Omas, falls ihr euch noch erinnert. Ah, jetzt war er da oben drin. Jetzt ist er da. Und das war's, Kollege. So, und ja, da ist auch hier eine Fee drin. So, wo kommen wir hier hin? Eine Etage tiefer, okay, was? Ah. Hi. Euch kennen wir ja auch schon. Und zack. Na komm, mach dich sichtbar. Oder auch nicht. Und besiegt. So, mal schauen, wo wir jetzt hinfliegen müssen. Aber ich glaube darüber, so wie es aussieht. Oh, schnell weg hier.
Warte mal, da drüben war noch was. Ach so, das ist der Raum, verstehe. Jetzt wird mir einiges klar. Da drüben ist noch was, da können wir rein. Ach, einer von den Rittern. Ich glaube, der wird uns nicht so leicht daran lassen. Der Schattenamos, ein Tempelwache. Siehst du das rote Zeichen von der Brust? Du hast doch schon... Das hast du schon mal gesehen. Ja, nur leider weiß ich gerade nicht genau, wo das war. Au. Gut, ich muss also nicht gegen dich kämpfen. Moment mal, ich porte mich mal zum Eingang zurück, jetzt wo wir ja schon sind. Den Typen, der muss ich ja noch nicht bekämpfen. Hat ja noch Zeit. So, mal umschauen. Ja. Aber... Wo wir gerade von Zeit sprechen, meine Zeit ist wieder rum. Das war's für heute von Majora's Mask im nächsten Part. Suchen wir dann auf der anderen Seite hier nach dem großen Schlüssel. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.